Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Ich wollte gerade einfach Undertale anschalten und meinen Spielstand resetten, um einen Genocide-Run zu starten, und sofort ist der Typ wieder aufgetaucht. Wo ich gerade schon dabei bin, kann ich euch gleich mal vorwarnen. Ich habe mir schon was Tolles ausgedacht, um den Genocide-Run authentischer zu machen. Also nicht wundern, wenn ich die meiste Zeit rede wie ein Irrer, der gerade aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Hi! Ach, scheiße, ich krieg die Stimme gar nicht hin. Und der Ton ist mal wieder viel zu laut. Seems as if everyone is perfectly happy. Monsters have returned to the surface. Peace and pros, but you will rule across the land. Take a deep breath. There's nothing left to worry about. Ja, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Keine Sorgen mehr machen. Well, there's one thing. One last treat. One being with the power to erase everything. Ja, es gibt noch ein Wesen, das alles löschen kann. Everything everyone's had worked so hard for. Alles, für das jeder so hart gearbeitet hat. You know who I'm talking about, don't you? That's right, I'm talking about you. Ja, ich kann alles zurücksetzen. Toriel, Sans, Asgore, Alphys, Papyrus und Undyne. If you ch so choose, everyone will be ripped from this timeline and sent back before all this ever happened. Nobody will remember anything. You'll be able to do whatever you want. That power, I know that power. The power you were fighting to stop, wasn't it? The power that I wanted to use. But now the idea of resetting everything, I don't think I could do it all again. Ja, inzwischen will Flowey auch kein Reset mehr. Not after that. So please just let him go. Let Frisk be happy. Let Frisk live their life. Soll Frisk einfach sein oder ihr weiß niemand leben lassen. But I can't change your mind if you do end up erasing everything. You have to erase my memories too. I'm sorry, you've probably heard this 100 times already, haven't you? Nein. Well, that's all. See you later, Günther. Entweder Continue oder ein True Reset. Ich gehe noch mal kurz. Ein letztes Mal in diesem Pazifisten-Spielstand. Es spielt sogar eine seltsame Musik, kann man es gar nicht nennen im Hintergrund, aber es ist soweit. Der True Reset. Ich habe gedrückt. Okay, irgendwie hat es nicht angenommen, sondern einfach kurz mein Undertale als Hintergrundfenster. Name the Fallen Human. Wir bleiben natürlich beim Namen. Gün. T. Dann. Ja, der Name ist korrekt. Und jetzt bin ich Günther und komme aus der Psychiatrie, Leute. Ich habe euch schon gewarnt, aber jetzt werde ich jeden umbringen hier unten. Sie haben mich nicht mehr festhalten können. Da oben in ihrem lächerlichen. Okay, ich wollte vielleicht ein paar Menschen umbringen, aber wen interessiert das schon? Und dann bin ich in dieses Loch gefallen, auf der Flucht vor diesen Narren. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich auch hier unten alle auslöschen. So, wo ist der erst? Howdy, I'm Flowey, Flowey the Flower. You're new to the underground, aren't ya? Golly, you must be so confused.
Someone out there teach you how things work around here. Guess little old me will have to do. Ready? Here we go. Halt die Schnauze, Ezreal. Ich werde dich umbringen. Ich weiß, was los ist. Ja, ja, genau. Willst du mich verarschen? Love wird durch Friendliness Pellets getankt. Love wird verteilt, wenn ich dich umbringe. Das ist kein Joke, ich bin nicht braindead. Ich bin ein... Ich weiß, was hier los ist. You know what's going on here, don't you? Yeah, und ob ich das weiß. You just wanted to see me suffer. Ich weiß genau, was hier los ist. Du glaubst doch selber nicht, dass du mich töten kannst. Sorry, dass es ein bisschen verstörend ist, aber ich finde das eigentlich ganz toll, so hat das Mehrwert hier. What a terrible creature, torturing such a poor innocent young. Do not be afraid, my child. I'm Toriel, caretaker of the ruins. Das kennen wir alles noch, aber bald wird sich das ändern, was wir bereits alle kennen. Bald werden die Ersten sterben. Und dann nach und nach immer mehr, bis es niemanden mehr gibt. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Come, I will guide you through the catacombs. This way. Ja, führ mich nur in die Ruinen, damit ich jeden auslöschen kann. Jetzt weiß noch niemand, was ich hier machen werde. Deswegen sieht es noch aus, als würde ich einen Pazifisten-Run machen. Wer braucht sowas? Pazifisten-Run! Ich hoffe, man hört mich überhaupt gescheit, weil ich werde nicht so laut reden, sonst halten mich meine Eltern für dumm, aber ist mir egal. Ich weiß, was hier los ist. Wer die ganze Geschichte lesen will, geht lieber in die erste Folge, in den Pazifisten-Run. Aber wer Pazifisten-Run anguckt, ich werde dich finden. Ne? Das ist jetzt mal ausnahmsweise absichtlich nicht mit der Psychopathenstimme, aber ich habe schon jemanden angeschrieben. Ich mache kurz einen Cut. Ich werde euch hier jetzt meinen Cut setzen. Vielleicht ist gleich wer dabei. Geht jetzt erstmal ohne Gast weiter. Vielleicht kommt er noch. Aber jetzt ist erstmal Zeit. Ja, ich weiß, das war ja auch so schwer. Ich freue mich schon drauf, dich umzubringen. Halt die Schnauze, ich schlag dem Ding die Fresse ein. Wer braucht Reden? Komm her. Was willst du? Stirb. Ah, the zombies are not for fighting. Ja, doch. We do not want to hurt anybody, do we? Wenn du wüsstest, ich werde mich alle umbringen. Ein anderes Puzzle. Ich weiß doch eh, dass du mich hier nur durchbringst. Ein Encounter. Stirb. 10 Erfahrungspunkte. Mein Love Increase. Und du hast dazu gar nichts zu sagen? Ja. Sehr klar. Du versuchst es zu ignorieren. Aber du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich merke jetzt schon, der Genocide Run wird ein bisschen cringe. Aber hey. Du bist zu
gefährlich für mich. Genau, ja. Ich bin zu gefährlich für euch alle. Und warum zur Hölle bin ich auf Skype nicht mehr online? Das ergibt keinen Sinn. Malwärts, ich habe gerade mein Skype-Fenster direkt im Hintergrund geöffnet, weil Undertale ist nicht Fullscreen und ich bin als nicht online angezeigt. Da mache ich mal was. Ach, jetzt bin ich wieder aktiv. Kann weitergehen. Jetzt bin ich auch auf Skype wieder aktiv. Ganz gut. Da ist sie schon wieder. Ah, und der vielleicht noch kommt, ist wieder online. Ich warte mal, ob er was antwortet. Aber währenddessen mache ich was. Du verlässt mich nicht. Das ist ein Fehler. Ja, jetzt gibst du mir noch deine Nummer. Ich werde dich haten. Ruf mich nicht an. Froggy, der da oben sonst steht, war das etwa der, den ich umgebracht habe. Jetzt werdet ihr eine Timelapse sehen oder ein Vorspulen, denn ich muss hier jetzt alle Gegner töten, die hier sind. So, jetzt habe ich... Froggy, es war ein Fehler zu kommen. Lebst noch. Ich kann dich verschonen. Stirb! Drei Erfahrungspunkte. Komm, weitere Gegner. Weiter. Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr denn? Der nächste und geht gleich wieder. Die Musik wird sich langsam ändern, wenn weniger hier sind. Sie werden alle verschwinden. Hi, Froggy. Hältst dich wohl für was Besseres? Und tot. Wann bekomme ich endlich mehr Level? Ich will mehr Lauf. Ich will stärker werden, um noch leichter alle zu töten. War gerade kurz wieder auf Skype. Ich brauche noch einen Mitmörder. Ich kann nur ein Level. Ich will Level. Stirb! Was glaubt ihr, wer ihr seid?
glaubt ihr, ihr könnt überleben? Was steht jetzt? Cut. One hour later. So langweilig, Sohn. Hallo, ich bin wieder da. Ich hoffe, ich habe eingeblendet, dass wir leichte Probleme hatten jetzt. Aber jetzt mit dabei, Fragezeichen, einen guten Tag. Hallo, ich bin hier dabei. Ich bin bereit. Und? Also, ich werde jetzt einfach weiter die Gegner hier umbringen. Hast du irgendeine Idee für ein Gesprächsthema? Weil sonst wäre es ja scheiße für dich. Zu langweilig. Du kommst damit so plötzlich, ist das irgendwas mit der Story, aber... Nee, die Story kommt erstmal nicht so schnell. Ich muss ja erstmal irgendwie 20 Gegner oder so umbringen. Okay, ich glaube, das wird eine Bonus-Episode, aber egal. Und irgendjemand hat mir... Nein, das war nicht zu sterben. Du kennst das Spiel WarioWare, oder? Ja. Da habe ich einen Undertale-Klon erschaffen. Oh Gott. Das wird aus, bis auf meinem Kanal kommt. Ja, die Gegner sind drauf. Die sind One-Hit. Ja, Level 3. Das heißt. Undertrag. Was? Hilfe. Sag mal, eigentlich müsste mir gleich angezeigt werden, wie viele Gegner mir noch fehlen. Und danach geht's ein bisschen mit der Story weiter. Das hier ist auch noch ein gesplittes erst. Komm. Wenn du willst, kann ich es dann auch so vorlesen. Aber ich hab tatsächlich ein Gesprächsthema, gerade fällt mir ein. Sehr gut. Welches? Was hältst du von Airport? Von was? Airport. Boah, kenne ich jetzt nicht wirklich. Das habe ich mir vorgenommen, mir auf YouTube mal anzugucken, hab's aber bis jetzt noch nicht gemacht, also. Wirklich viel kann ich dazu nicht sagen. Du kennst aber NES, oder? Ja. Ich spiel Smash Bros. Ja, natürlich kenne ich den. Ja. Der ist von Airport. Ja, das weiß ich. Und Airport war das nicht auch das Spiel mit diesem komplett verstörenden Endboss? Der war die Inspiration von Undertale. Stimmt. Es gibt auch Theorien, dass Sans aus Undertale in Wirklichkeit Ness ist. Oh meine Güte. Ich hatte die Theorie, dass der Hauptprotagonist Ness ist, aber okay. Weil, ich meine, ich verstehe eines also nicht. Welche? Bei Undertale. Welche? Also, du bist ein Kind. Ja. Landest in der Monsterwelt. Ja. Und alles, was du hast, bist du selber. Man hat auch einen Stock. Und ein Stock. Ja. Und ein Stock. Ist der magisch, oder? Nee. Das ist einfach eine Waffe. Man hat einen Stock. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Darf ich sagen? Ja. Du bist ein Kind, hast einen Stock, und mit diesem Stock besiegst du Gegner, Massen an Gegner, die magische Kräfte, wenn es physische Kräfte haben, die ein Normalsterblicher nicht überleben würde. Das stimmt nicht. Die Monster sind deutlich schwächer als die Menschen, erfährt man in der Story auch. Oh. Ja, das stimmt auch wieder. Die Seelen der Monster sind schwach. Deswegen gehen sie auch direkt kaputt. Ich gehe mal ein bisschen weiter, solange ich in dem Gebiet genug Gegner besiege. Aber wieso sind eigentlich die, es gibt eines, das mich jetzt verwirrt. Was denn? Die Seelen sind ja, Schwester. Heißt das, du kämpfst gegen die Seelen, oder? Das nicht wirklich, aber umso stärker die Seele, umso stärker man selbst halt. Ja. Das gibt ich, weil das ist genau derselbe Dialog wie im Pazifisten-Run. Und die Dialoge über...
überspringe ich dann immer. Für mich ergibt das gerade keine Logik. Warum? Entschuldigung. Warum denn? In Undertale ist es wichtig, eine starke Seele zu haben. Ende, oder? So ungefähr. Man wird halt auch stärker, wenn man Gegner besiegt. Aber dafür, ja, wenn man Gegner besiegt, ist man halt auch ein Arschloch. So wie Shadow the Head. Okay, ich nehme alles zurück. Okay. Wenn ihr die schlechte Steuer von Shadow the Head noch gespielt habt. Oder als Sunshot. Dann wisst ihr, was ich meine. Bevor jetzt irgendwelche Hater kommen. Yay, yeah, Hater sind immer gut. Das klappt ja super. Ich habe Undertale noch nie gespielt, daher eine Frage, musst du das timen oder... Den Angriff muss ich timen, ja. Und Gameplay, funktioniert das mit der Tastatur? Musst du da beim Herz ausweichen? Ja, da muss ich. Mit den Pfeiltasten muss ich ausweichen. Spielst du mit Tastatur oder Controller? Ich spiele mit Tastatur. Yay, Tastatur! Es ist ja ein RPG-Maker geben. Hallo, kann hier nochmal was auftauchen? Ein random Arcana. Komm, erst One Hit. Geh los. Okay, ich hab's eigentlich ein Level up. Ich glaube beim Pazifisten-Ran kriegt man keine Level up, stimmt das? Genau, da darf man keine Gegner töten. Und genau auf das habe ich die ganze Zeit bis jetzt gemacht. Und auf welchem Level bist du jetzt? 3 im Moment. Meine Güte, wie lange dauert es auf Level 99 zu kommen? Kann man gar nicht, gibt nicht genug Gegner. Was ist eigentlich das höchste Level? Maximum. 20 erreicht man, wenn man den letzten Boss besiegt. Ich gehe nochmal weiter. Hier gab es einen vorgegebenen Weg, aber den weiß ich, glaube ich, nicht. Scheiße. Hier darf ich halt nicht da langlaufen, wo hier unten die Blätter liegen. Ein Thema. Am Montag kommt bei mir auf meinem Kanal, ich weiß nicht, ob das genauso gleichzeitig mit deinem kommt oder nicht. Auf jeden Fall habe ich es mit dem werten Herrn Günther aus Pokémon Mystery Dungeon aufgenommen. Könnt ihr euch auch anschauen. Ah, Hashtag ja. Schwankenbalken vor der Wien. Du darfst den Stein sprechen. Der Paraderner. Who's it push me around? Okay, ich kann es leider so ask me, ob ich mich da rechts hinbewege. Kannst du vergessen. Nee, okay. Ich kann es nicht vergessen. Schatz, für dies. Hä? Jetzt geht er hin. Gibt du willst. Das eigentlich auch derselbe Dialog. Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, hat er auch. Jetzt ist er wieder weggegangen. Ja, nee, du bleibst da. Ich hau dir gleich die Presse ein. Immer dieses Rocky. Ja. Er hat auch. Oh, er hat aus SpongeBob gewonnen. So, ein Speicher. Du möchtest, dass ich hier stehen bleibe. Okay, das dort ist die Ziellinie. Du kannst dort stehen bleiben. Ich bin zwar kein Monster, aber ein Menschbilder. Wie stark glaubst du, ist der Stein? Jetzt kommt erstmal ein Boss. Ja, tatsächlich. Jedenfalls so ein kleiner Bosskampf. Wie stark ist eigentlich der Stein in Undertale, glaubst du, Günther? Was ist? Wie steinig der ist? Nein, wie stark der Stein ist, ich meine, du hast ja gesagt, Monster haben schwarze Seelen, Menschen haben starke Seelen, aber wie stark glaubst du, hat der Stein? Ich glaube, der fällt unter Monster. Den lese ich vor, das ist ein Geist mit Depression, der glaubt, keiner braucht ihn. Jetzt bin ich traurig. Der Geist wiederholt, dass den Buchstaben Z laut und tief als wir schlafen. Dann hat
töten wir ihn mit Gewalt. Also. Ja, Ken. Ah ja, das ist das Sandsack aus Super Smash Bros. Ja, passt. Er heult. Aua. Aua, deine Tränen tun weh. Das ist toll. Ja, er fühlt sich nicht nach Angreifen. Komm. Jetzt stirb. Noch ein Angriff. Der Kampf ist ein bisschen komisch. Autsch. Und Kendo läuft gerade der ganze Party komisch. Ja. Oh Gott. You know you can't kill ghosts, right? Er sagt, ich kann ihn nicht umbringen. Warte kurz, dafür bist du ein guter. Okay, ich kann ihn nicht umbringen. Los, Shigi! Oh Gott. Oh, er hat seine Leben nur niedriger gemacht, weil er nicht unhöflich sein wollte. Sorry, I just made it more awkward. Pretend you're beating. Ich liebe das bei Super Mario 64 DS, wo, wenn man mit Yoshi einen Geist verschlingt, wo der Geist dann sagt, Geister kann man nicht essen, und Yoshi spuckt daraufhin aus. Ich hab ihn ja gerade gegessen. Ich hab einen Erfahrungspunkt verloren. Geil. Oh. Hier gibt's Essen. Leid für das. Hier gibt's Essen, ja. Spinnen haben mir was zu essen gegeben. Finde ich gut. Hier stehen eigentlich drei Typen, wo ich gerade langlaufe, aber die sind alle weggerannt, weil ich sie sonst umbringe. Wer die Dialoge sehen will, will ich auch nochmal wiederholen, guckt im Pazifisten Run. Später werde ich weniger Dialoge skippen, weil sie neu werden. Ich kann jetzt mal wieder ein Gegner auftauchen. Hä? Okay. Hast du das gerade gesehen? Ja, und ich bin verwirrt. Sag mal, gibt's hier keine Gegner mehr, oder? Aber dann müsste ich trotzdem in den Kampf Bildschirm können. Sind hier unten irgendwo Gegner? Ich denke, hier sind keine Gegner mehr. Normalerweise müsste man aber trotzdem noch ich in den Kampf Bildschirm können. Ah, hier ist Ausrüstung. Damit habe ich mehr Verteidigung. Hat alle Gegner besiegt. Nein, wie gesagt, der Kampfbildschirm würde trotzdem auftauchen und dann heißt es, dass niemand aufgetaucht ist. Ja, aber ist ja auch nicht. Den Schalter muss ich drücken, um weiterzukommen. Ist hier irgendwo noch ein... Nee, da oben ist auch nicht, da gehe ich dann gar nicht hin. Wäre Zeitverschwendung. Alter, ich bin fast durch mit dem Gebiet. Ich muss hier noch Gegner finden und umbringen. Okay, hier muss ich jetzt den Schalt. Ich bleib jetzt hier, bis ich Gegner finde. Komm. Das ist ja schwieriger als in Pokémon Shinies zu kriegen. Ja, das wundert mich gerade eigentlich. Encounter hat man. Also im Pazifisten Run habe ich gefühlt alle drei Schritte irgendeinen Gegner bekommen, aber da brauchte ich die nicht. Ja, das kenn ich, das Gefühl. Stirb. Das ist aus, wenn ich ein, wenn du bei Pokémon, am Anfang, hast du ja keine Pokébälle. Ja, und dann encountert man einen Shiny. Ja, nein, und dann kommen ständig neue Pokémon. Aber du hast keine Pokébälle. Später suchst du dann dieses eine verdammte Pokémon. Und es du kommt findest nicht. Es nicht. Ja, perfekt. Komm, Gegner. Anscheinend mein Mikro wäre gerade was vom Tisch gefallen. Okay. Ist immer gut. Komm, noch ein Gegner.
Alter. Warum dauert das so ewig? Ich muss die hier alle umbringen. Oh ja. Hallo. Ich fühle mich einsam. Günther hat euch was entdeckt, was es schon lange nicht gab. Und zwar den Undertale Noah Conta Glitch. Hab ich langsam echt das Gefühl. Eigentlich müssten hier die ganze Zeit Gegner auftauchen. Wo seid ihr? Ich will euch umbringen. Hallo? Sag mal. Wenn du willst. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir sollten für diesen Moment hier ein anderes Sound verwenden. Irgendwas, das... Oh Gott. Ich laufe nochmal ein bisschen zurück. Komm. Gegner. Obwohl. Ich glaube, wir sind für diesen... Günther? Ja. Solange du diesen Akonta suchst, kann ich die Zuschauer als einen eigenen komponierten Song vorstellen. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Nein, du weißt nicht, wessen es war. Dann weiß ich nicht. Hallo? Ich glaube, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe doch keinen Gegner überleben lassen. Hä? Ich muss das gleich mal googeln. Also, und wie fandest du das Meisterwerk? Sehr toll. Sag mal, ich bin mich hier gerade ein bisschen verarscht. Ich würde sagen, hiermit endet die erste Folge des Genocide Runs. Ja, ich google mal gleich. Bonuspart oder nicht? Was ist? Bonuspart oder nicht? Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich nächstes Mal bist du ein Thema, bleib. Sterbt! Seid schön mysteriös! Schaltet wieder ein oder ich schlag euch! Genau wie diese Typen hier gerade. Au. Ich glaube, du hast gerade ein paar Leute gescheust. Wieder bei uns. Ich bringe doch nur ein paar Monster um! Daran so schlimm. Au. Daran ist gar nichts schlimm. Sehr gut. Komm. Ich bin gerade irgendwie richtig scheiße. Letzte Folge habe ich das Ausweichen richtig gut hingekriegt. Ja, Level 4. Jetzt. Yeah, Level 4. Bis zum Auf welchem Level musst du sein? Für